Cactus 1549, Piste 04, Start frei. Sully. Sully. Sully, wir sind zu tief. Sully. 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 Sully, alles in Ordnung? Sully, das ist der neue Film von Clint Eastwood. Der Name Sully steht für den Piloten Chesley Sullenberger. Das ist, wie die meisten wissen, derjenige, der im Januar 2009 eine vollbesetzte Passagiermaschine auf dem eiskalten Hudson notwasserte und damit auch das Leben von 155 Menschen rettete. 1549, wenn wir die kriegen, versuchen Sie eine Landung auf Piste 13? Nicht erreichbar, wir enden möglicherweise im Hudson. Es ist so, dass der Film nicht nur visuell interessant ist in diesen Action-Szenen, wo das Flugzeug auf dem Hudson landet, sondern es ist auch ein Dokudrama deswegen, weil auf einmal, nämlich nachdem diese Notlandung erfolgt ist, muss sich der Pilot, also Sullenberger und sein Co-Pilot, die müssen sich beide vor der Nationalen Behörde für Verkehrssicherheit verantworten. Und auf einmal sieht es so aus, als habe Sully fahrlässig gehandelt. Hätte LaGuardia wäre ein Fehler gewesen. Wie erfolgten denn Ihre Berechnungen der relevanten Parameter? Es war keine Zeit für Berechnungen. Ich musste mich auf meine über 40 Jahre bei Tausenden von Flügen gesammelte Erfahrung in Bezug auf Höhe und Geschwindigkeit verlassen. Sie sagen also, Sie haben keine... Ich hab's abgeschätzt. Abgeschätzt? Ja. Tom Hanks in dieser Rolle von Sully merkt auf einmal... Eigentlich will er gar kein Held sein, aber er ist zur öffentlichen Person geworden. Er entkommt sich selber nicht. Das heißt, er ist ständig von sich umzingelt. Nicht mal mit seiner Frau kann er telefonieren, ohne dass da in seinem Heim der Fernseher läuft und man sein Bild dort sieht. Also das, finde ich, ist ein ganz raffinierte und einfache Mittel zu zeigen, der Mann entkommt diesem öffentlichen Image nicht. Sully, mach die Nachrichten an, komm. Du bist ein Held. Und daran müssen sich alle gewöhnen, auch dieses Unfallgremium. Also, schlimmster Fall. Die Verkehrsbehörde weist mir erhebliches Fehlverhalten nach. Das hieß sofortiger Ruhestand, ohne Altersbezüge. Ein vertanes Arbeitsleben. Okay, jetzt machst du mir Angst, Sully. Was ist los? Der Film hat zwei Aspekte, zwei Faktoren, die ihn spannend machen. Das eine ist Tom Hanks. Tom Hanks spielt diesen Sully als einen Helden des Alltags, als einen Mann, der so bodenständig ist. Das ist ein Mann, der Schulden hat, der um die Ecke leben könnte, der aber als Profi einfach tut, was man in dieser Situation tun muss. Heute beginnt die Untersuchung der Flugdurchführung und der menschlichen Faktoren im Zusammenhang mit dem Absturz von Flug 1549. Mit der Wasserlandung. Kapitän? Das war es nicht. Das war kein Absturz. Wir wussten, was wir da durchführen wollten. Das war kein Absturz. Es war eine notwendige Wasserlandung. Der zweite Faktor, würde ich sagen, ist Clint Eastwood selber, wie er Regie führt. Er ist genauso ein entspannter, lässiger Profi wie Sullenberger. Und Eastwood weiß genau, wie man ein solches Dokudrama behandelt, wie man inszeniert, wie man Spannung rausholt, obwohl eigentlich alles klar ist, obwohl jeder weiß, wie es ausgeht. Du hast was Großartiges getan. Darüber werden die Leute noch in vielen Jahren sprechen. Das Komische ist, ich habe in meinen 40 Dienstjahren über 1 Million Passagiere befördert. Aber am Ende beurteilt man mich anhand von 208 Sekunden.